Mitbewerber nach Friedland kommen werden, ist hinter vorgehaltener Hand wohl schon längst beschlossene Sache. Als Unterbringungsorte wählte man dabei offensichtlich den Wohnblock in der Jahnstraße und die ehemalige Asylbewerberunterkunft im Bauersheimer Weg. Zwischen 1991 und 2005 waren im Bauersheimer Weg schon einmal Asylbewerber untergebracht. Sowohl ethnische Konflikte unter den Asylanten als auch Konflikte mit den Einheimischen waren keine Seltenheit. Es ging über Beleidigungen, Bedrohungen, Einbrüchen, Schlägereien bis hin zu Messerstechereien und löste natürlich Unbehagen unter den Bürgern aus, die in direkter Nachbarschaft der sogenannten Asylbewerber wohnten. Wir fordern als einzige Alternative zur Fremdensucht der Versagerparteien die sofortige Rückführung der Ausländer. Wir Nationalen fordern statt einer Hofierung des Fremden die Pflege des Eigenen, sprich die gezielte Förderung deutscher Familien. Dieser Zerfall unserer Heimat ist den etablierten Versagerparteien geschuldet. Nur die NPD tritt dieser Entwicklung konsequent entgegen. Daher bleibt Ihnen am 22. September zur Bundestagswahl die einzige Alternative, die volkstreue Opposition, die NPD zu wählen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir sind nicht das Sozialamt der Welt. Wir haben genug eigene Probleme. Wir brauchen keine Asylschnorrer. Deshalb fordern wir, dass während eines Asylverfahrens alles zu unterlassen ist, was der Verfestigung des Aufenthalts dienen könnte. Der Asylbewerber soll nicht Teil der Gesellschaft werden, sondern auf die Entscheidung in seiner Sache warten und dann im Falle einer Ablehnung wieder zügig abgeschoben werden. Denn wir wollen es nicht hinnehmen, dass in unseren noch beschaulichen Städten wie hier in Friedland in wenigen Jahren Zustände wie in deutschen Ballungszentren herrschen. Worte zum herrschenden Asylrecht und zum Asylwesen allgemein zu sagen. Wir begrüßen alle Anwesenden, auch die Landtagspräsidentin Frau Brettschneider, falls sie sich hier irgendwo unterm Tischwagen versteckt haben sollte. Auch sie ist als Zuhörerin herzlich willkommen. Das Asylrecht hat einen wesentlichen Fehler. Es belohnt die Lügner. In Anklam sind jetzt Tschetschenen, die sind garantiert alle über Polen gekommen, durften gelogen haben. Und Vietnamesen. Wie kommt ein Vietnamese nach Deutschland, was sicherlich auch nicht, indem er ohne ihn zwischendurch ein Land zu gehen, in Italien, nach Frankreich oder sonst wo, oder ohne Zwischenlandung mit dem Flugzeug, etwa in London, direkt nach Deutschland kommt, immer auf dem Meer und dann in Warnemünde an Land oder auf Usedom. Auch das ist gelogen. Und da das nicht durchgeprüft wird, sind in jede Menge Lügner, die auf Kosten des Steuerzahlers leben und auch denen Geld wegnehmen, die in der dritten Welt tatsächlich im Elend leben und von deren Entwicklungshilfe das abgeht. Werte Neubrandenburgerinnen, werte Neubrandenburger, liebe Anwesende, das Armenmädchen, der Kulturbereicherer aus aller Herren Länder, geht auch in der Friedhorstadt um. Die NPD warnt seit Jahren, eine Anhäufung von so vielen Ausländern aus unterschiedlichen Kulturen birgt Gefahren, ethnische Konflikte sind vorprogrammiert. In Neubrandenburg scheint dies nun bittere Realität zu werden. Die Spatzen pfiffen es bereits von den Bäckern und nun konnten es auch die Behörden nicht länger unter den Teppich kehren. Das Asylantenheim am Marktschneider Weg droht sich zu einem Kriminalitätszentrum zu entwickeln. Einige der dort untergebrachten Asylanten verübten eine ganze Reihe von Straftaten und demolierten unter anderem ihre eigene Unterkunft. Seit 2011 wurden in diesem Zusammenhang mehrere Strafverfahren wegen Sachbeschädigungen geführt. Bei den Tätern handelt es sich, und jetzt kommt es, um afghanische, marokkanische und russische Asylanten.
Besonders auffällig erscheint hierbei die hohe Zahl von Verfahrenseinstellungen. Keiner der ausländischen Tatverdächtigen wurde je verurteilt. Das, meine Damen und Herren, für keine absoluten Vorstellungen werden hier sehen, wie sie die Medien immer wieder falsch verbreiten. Nein, das sind die reinen Fakten, die die Behörden auf Nachfrage der NPD unlängst zugeben mussten. Für die NPD lautet die unmissverständliche und klare Antwort: Wir haben genug eigene Probleme. Wir sind nicht das Sozialamt der Welt. Deshalb gehen Sie am 22. September zur Wahl und wählen Sie die einzige Alternative zu diesen riesigen Blockparteien von CDU, SPD, FDP, die Grünen und die Linke. Wählen Sie die NPD. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Deshalb fordern wir, dass während eines Asylverfahrens alles zu unterlassen ist, was der Festigung des Aufenthalts dienen könnte. Der Asylbewerber soll nicht Teil unserer Gesellschaft werden, sondern die Entscheidung in seiner Sache abwarten und dann im Falle einer Ablehnung zügig wieder abgeschoben werden. Denn wir wollen es nicht hinnehmen, dass in unseren noch beschaulichen Städten wie hier in Neustrelitz in wenigen Jahren Zustände wie in deutschen Ballungszentren herrschen. Hunderttausende Wirtschaftsflüchtlinge hier in der Bundesrepublik Deutschland, davon Tausende hier in Mecklenburg-Vorpommern, gefährden nämlich den inneren Frieden und den sozialen Zusammenhalt. So schrieb es ausnahmsweise auch einmal vor wenigen Tagen die Bild-Zeitung. Immer dann, wenn es heißt, den Bedürfnissen der Deutschen gerecht zu werden, immer häufiger bekommt man dann die Antwort: Hierfür ist kein Geld mehr da. Wenn es aber darum geht, die Fremden hier in unserer Heimat heimisch zu machen, sie am besten noch, obwohl sie nur Gäste auf Zeit sind, zu verwurzeln, dann ist immer Geld da. In Mecklenburg-Vorpommern werden zurzeit 1270 Personen per Haftbefehl gesucht. Und von diesen 1270 Personen sind mindestens 966 Ausländer. Das entspricht einer Quote von 76%.